Freunde, es kommen wieder viele neue Produkte raus, die wir uns zusammen anschauen werden. Was kommt raus? Was lohnt sich davon? Meine Meinung zu allen Produkten jetzt in diesem Video und lasst gerne ein Abo da, damit ihr sowas nicht mehr verpasst. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Slash Life, eurem Pokémon YouTube Channel. Und wir fangen erstmal ganz geschmeidig an mit den neuen Deluxe Battle Decks von Zapdos und Volnona EX. Diese Decks erscheinen am 22. März. Wir haben hier zwei spielbare Decks, die 60 Karten enthalten und haben ein UVP von $19,99. Ich rechne bei uns mit ungefähr auch 19 Euro. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier ist halt klar, was der A-Catcher ist, sind die 151 Karten. Das holt ja viele Leute ab, auch alte Sammler von damals. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das Spiel macht richtig viel Spaß. Ich habe es selber auch schon online gespielt und habe auch vor, noch mehr reinzukommen. Und das sind halt so Decks für mich persönlich, alter Hase, halt auch ein bisschen interessanter. Der nächste Release ist einmal Gewalten der Zeit. Und dazu habe ich euch bereits ein Kaufguide online gestellt. Das mache ich mit jedem Set. Da gehe ich auf jedes Produkt ein von dem jeweiligen Set und gebe da meine Meinung ab. Und das werde ich euch auch unten verlinken. Ich möchte aber trotzdem mal kurz ankratzen und einfach mal meine Meinung zu dem Set euch teilen, wie ich das so empfinde. Das Set erscheint am 22. März. Ist ein neues Paradox-Set. Das bedeutet, wir haben hier Zukunfts-Pokémon und Vergangenheits-Pokémon. Ist sehr, sehr ähnlich wie Paradox Rift. Und mein Gefühl ist einfach, dass Gewalten der Zeit und Paradox Rift, obwohl sie im Kern wirklich schöne Sets sind und wirklich richtig tolle Karten haben. Zum Beispiel das Brutalanda sieht ja ultra geil aus. Oder bei Gewalten der Zeit die neuen Entei Raikou Suicune Karten. Selbst die Zukunfts-Pokémon, die Schwerter-Pokémon, die sehen so gut aus einfach. Aber ich habe das Gefühl, dass diese zwei Sets, Paradox Rift und Gewalten der Zeit, das Kampfstile und schaurige Herrschaft ist aus der Kamisen Purpur-Ära. Die sind gut und werden vielleicht auch erst nachträglich so richtig wertgeschätzt, wobei ja, Kampfstile wird, glaube ich, noch immer nicht so richtig wertgeschätzt, wobei es coole Karten hat. Klar, die ein oder andere Karte wird man sammeln, aber die Leute gehen eher auf 151 oder eher auf das Shiny-Set. Und das ist auch nachvollziehbar, weil Pokémon-Produkte gibt es im Überfluss. Und das wird auch bei Gewalten der Zeit so der Fall sein. Zahlt ihr auf alle Fälle keine Preise weit über UVP. Das wird, glaube ich, nicht nötig sein. Dann haben wir ein Produkt, was ein bisschen weird ist. Das ist dann die Triple Whammy Tin Collection. Und Whammy heißt sowas wie Hammer, also Hammer-Tins, richtig starke Tins. Aber die Tins sind ein bisschen anders, denn wir haben hier nur eine normale Karte als Promo und die haben nur drei Booster. Ein Release-Datum steht noch nicht aus, aber es wird vermutet, dass diese Tin Ende März und Anfang April in diesem Zeitraum erscheinen wird. Die gab es bereits vor 2 Jahren in Amerika. Da war das eigentlich genau das gleiche Konzept. Und die Booster, die da drinne waren, waren äußerst gut. Wir hatten da Brilliant Stars, Evolving Skies und Fusion Strike. Plus die Karten, die den Galaxy-Fall-Effekt haben. Aber der große Haken an der Sache, die vor 2 Jahren waren US-exklusiv. Weswegen ich davon ausgehe, dass die Whammy-Tins, die wir jetzt demnächst bekommen werden, auch US-exklusiv sein werden. Lohnt sich das jetzt unbedingt aus Amerika herschippen zu lassen? Glaube ich eher weniger. Was wird da boostertechnisch drin sein? Ich vermute mal die aktuellsten Sets, denn so war es auch bei den Tins vor 2 Jahren. Keine Sache ist, bei der ich mir Sorgen mache, dass man da irgendwas Großes verpassen würde. Dann kommen wir zu einer Premium Tournament Collection, die viele abholen wird. Das ist die Enigmara Iono Premium Tournament Collection. Das ist die erste Tournament Collection, die wir für diese Ära bekommen. Das ist ganz wichtig, denn wir bekommen durch Scarlet und Violet zwar in jedem Booster garantierte Hits, aber dadurch auch in der Regel weniger Booster. Und das ist auch bei der Premium Tournament Collection so der Fall, dass wir auch da einen Booster weniger haben. Aber erstmal die Eckdaten dazu, ganz wichtig. Das erscheint am 5. April, hat ein UVP von $39,99. Ich rechne damit, dass das bei uns zwischen $44,99 und $49,99 oder sogar $54,99 kostet. Die Preise sind ja recht unterschiedlich, je nachdem, wo ihr es einkauft. 6 Booster haben wir drin,
eine Enigmara Full Art Promo Karte, die eigentlich sehr, sehr, sehr cool ist. Die Karte ist super beliebt. Es gibt ja mehrere Artworks von ihr und die Karte ist ja auch immer recht teuer und das wird auf alle Fälle den Preis sinken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Preis aus der Entwicklung in Paldea Full Art Karte nochmal gut drücken wird, denn da hat die oder kostet die aktuell um die 15 Euro, falls ich mich da nicht täusche. Und das wird eine coole Karte sein. Ich glaube jetzt nicht, dass die Karte auf einen Euro runterfallen wird, weil die Enigmara Premium Tournament Collection ist schon sehr, sehr, sehr stark. Und das ist ein Produkt, das wird nicht verramscht. Das wird seinen Wert halten. Das wird vielleicht mal ein Sale bekommen. Aber die Trainerin ist super beliebt. Wir haben auch eine sehr, sehr coole Münze mit dabei. Auch eine Deckbox, in der sich die Booster befinden. Und die Promokarte haben wir nochmal als Full Art Karte und drei normale Trainerkarten. Und diese Trainerkarten haben auch einen einzigartigen Enigmara-Stamp drauf, was ich ganz cool finde. Was für Booster haben wir hier drin? Lost Origin, Kamis in Purpur Base, Obsidian Flammen und Paradox Rift und zweimal Temporal Forces. Wichtig, das sind die englischen Booster. Bei den deutschen Premium Tournament Collections könnte es nochmal anders aussehen. Wir sehen, dass wir auch hier Schwert und Schild noch drin haben. Ich würde aber hier jetzt keine 49 Euro zahlen. Ich denke mal, bei 40 Euro kann man das auf alle Fälle mitnehmen. Da macht man nichts verkehrt. Tolle Karten, tolle Booster. Wirklich rundum rundes Produkt, was viel Spaß machen wird. Auch am 5. April erscheint die neue Grafaii EX Box. Und diese Box enthält 4 Booster und eine ganz spezielle Promokarte. Aber dazu kommen wir gleich. Die erscheint am 5. April, wird bei uns wahrscheinlich ein UVP von 24,99 haben. Warum? Weil wir hier eine Jumbo-Karte haben. Wir haben eine Jumbo-Karte und 2 normale Promokarten. Eine EX und eine normale. Und ich hoffe, dass auch hier die normale einen Galaxy-Foil-Effekt hat, weil das einfach so viel mehr ausmacht. Das sieht, die Karten sehen einfach 100-mal besser aus. Die Booster, die ich jetzt hier erkennen kann, wenn ich mal ganz genau hinschaue, ist 2-mal Kamisin Purpur Base und dann 2-mal Gewalten der Zeit. Ich glaube persönlich, auch wenn ich die Box rein optisch wirklich ansprechend finde, ich glaube, das wird ein Ladenhüter, auch wenn die Promokarte eigentlich sehr, sehr cool ist, weil die ist originell aus dem Korokoro-Magazin. Die gibt es in Japan im Korokoro-Magazin. Sieht schon sehr, sehr cool aus mit dem Korokoro-Stamp. Bei uns, glaube ich, wird das ein Ladenhüter sein, den man irgendwann mal für 14,99 im Sale mitnehmen kann. Und das kann man dann auf alle Fälle machen. Und am 19. April kommt ein weiteres Deck, aber kein Deck für Anfänger. Das ist super, super wichtig, wenn ihr anfängt und habt noch nicht so den Durchblick. Dann ist dieses Deck, was jetzt gleich kommt, nicht für euch gedacht. Denn dieses Deck ist nur für Experten gedacht. Das ist das Mew und Gardevoir EX Deck. Das sind kompetitive Karten, die wirklich abgeliefert haben, die wirklich stark sind. Und du musst wissen, wie du die spielst. Du musst die Karten verstehen, was für Kombos du machen kannst. Und dieses Deck kostet 29,99 $. Ich denke auch bei uns 29,99 € wird das dann der Fall sein. Das sind halt ein paar, das sind halt mehr Premium-Karten dabei, wie zum Beispiel das Gardevoir, das Mew, Lumeon haben wir drin, aber auch ein Radiant Greninja, ein Shiny Greninja, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und am 19. April erscheint ein weiteres Produkt, das ist was für die Sammler. Und das ist einmal die Kremanzo EX Premium Collection. Die ist echt interessant, muss ich sagen. Was haben wir aber hier? Wir haben ein UVP von 39,99 $. Ich erwarte, dass die Box bei uns ungefähr gleich viel in Euro kostet, plus minus. Wir haben hier 6 Booster und ich sehe hier zum Beispiel Kamisin Purpur Base. Ich sehe hier, glaube ich, Entwicklungen in Paldea, was man in der letzten Zeit nicht mehr so oft sieht, komischerweise. Paradox Rift sehe ich hier auch drin. Wir haben hier 3 Promokarten und wir haben einen Kartenaufsteller, den ich euch wirklich empfehlen kann. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Was ihr aber beachten müsst, ihr bekommt die Karte da rein, aber Sleeves passen da nicht mit rein. Außer ihr benutzt wirklich so eine Penny Sleeve, die extrem eng anliegt. Würde ich aber eher nicht machen. Ich bin da sehr, sehr gespannt und hoffe wirklich, dass die Promokarten, also Azut Latis und Knabon, den Galaxy-Holo-Effekt haben. Wir hatten ja das bei der Glurak-Box auch, dass da Glutexo und Lumanda dabei waren und die hatten leider nicht den Galaxy-Foil-Effekt, was sehr, sehr schade ist. Das ist viel Potenzial, was man hier verschenkt. Aber da müssen wir uns noch überraschen lassen. Ich mache es anhand den Promokarten da abhängig. Und das letzte Produkt für heute sind einmal die Paradox Clash Tinboxen, die am 24. Mai erscheinen.
haben UVP von $26,99 und das sind die eckigen Tints, die es so bei uns in Deutschland nur ab und zu gibt, aber nicht immer. Da erwarte ich, dass die, wenn die bei uns reinkommen, €29,99 kosten, denn wir haben hier nicht nur eine Promo, nicht vier, sondern fünf Booster drin, und von den Boostern gibt es noch gar keine Infos. Ich erwarte, dass wir hier dreimal Gewalten der Zeit drin haben, vielleicht sogar einmal Paradox Rift und das letzte Booster irgendein Filler. Kamisen Purpur Base vielleicht, Entwicklungen in Paldea, die zwei könnte ich mir da eher vorstellen. Obsidian Flammen eher weniger, ist schon ein solides Set, das kaufen die Leute auch so. Wir haben hier Windewoge und Eisenblatt, ich finde, die sehen sehr cool aus, vor allem die Designs der Tints. Wirklich eine 10 von 10, durchaus Potenzial da, aber man sollte jetzt nicht erwarten, dass da abseits der Paradox-Sets große andere Booster drin sein werden, aber wer weiß, mal schauen. Das waren alle Produkte, die wir in der nächsten Zeit bekommen werden. Lasst mich gerne wissen, was ihr euch davon holen werdet oder was ihr euch nicht holen werdet. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.